Oder liegt da noch irgendwas rum, was so ähnlich ausschaut? Haben wir da irgendwas übersehen? Wir haben 1000%ig was übersehen. Wir haben gerade einen Dietrich gefunden an der Stelle, wo wir schon 5000 Mal vorbeigelaufen sind. Nein! Ich habe mich mit C hingekniet, es hat nicht funktioniert, deswegen bin ich intuitiv auf Steuer. Mann! Ich sag euch, es passiert mir mindestens einmal. Oh, ich hab grad die. Ach, genau, was ich auch noch machen wollte. Hier ist bestimmt auch wieder ein Zombie. Nicht mal. Ich immer noch reich. Tilt. Okay. Ich weiß nicht, wo wir noch hin sollen. Also, ich weiß, wo wir noch hin können oder hin sollen, aber bezüglich der Schrotflinte habe ich halt gerade keinen Plan. Vielleicht liegt ja hier noch was rum. Wir suchen nochmal das ganze Haus ab, das gibt's ja nicht. Wir brauchen diese Schrotflinte. Das Jetzt. Ist echt keine Was haben wir hier? Ein Stiefel. Mit nichts drin. Wow. Respekt. Aber den können wir halt auch nicht mitnehmen. Hier machen wir eine. Wow, ein Besteckkasten. Respekt. Aber ich habe jetzt echt Angst, dass hier gleich das nächste Vieh um die Ecke springt. Das ist ein Messer. Ja, toll! Apropos. Warum sind hier so viele Ich Viecher? Würde aber fast bloß einen Schuss pro Dingens hernehmen irgendwie. Weil der ist doch jetzt bestimmt eh fast down. Dann kannst du bestimmt mit dem Messer killen, oder? Ja gut, wenn wir sterben, dann müssen wir halt nochmal neu laden. Ja, das schaut doch komisch aus. Okay, gut. Die Zeitung haben wir Warte, schon da angeguckt. Rechts hinten war doch noch ein Ding. Da. Okay. Ich glaube, da hat man schon die Zeitung. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Das kennen wir schon. Hier haben wir den Hundekopf her. Alter, jetzt sind hier überall in dem Haus die Zombie. Diese komischen Viecher. Mann, wir haben doch nicht genug Muni für so eine Scheiße. Ohne Witz. Nicht gleich. Ich hab's geblockt. Mann, überall im Haus sind die jetzt gespawnt. Das ist doch echt kacke. In der Garage kommt das nächste. Oh, hier braucht man Dietrich. Sollen wir hier mal. Ich weiß nicht. Ich meine, in der Garage ist das nächste. Wir haben jetzt dann gleich keine Muni mehr. Und ich kann nicht von denen davonlaufen, wenn ich mich umschauen will. Haben wir hier irgendwas übersehen? Im Wagen? Ich habe mal reingeguckt. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Hier haben wir noch was. Ach, sieh an. Da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Aber die bringt uns leider auch nicht viel weiter, wenn wir leider kein Schießpulver haben. Sonst hätten wir jetzt zumindest Pistolenmunition craften können. Das wäre schön gewesen. So, dann nochmal hier hoch. Wer war jetzt gleich schon alles tot? Die Mutter und der Vater. Ja, Jack und Margaret sind tot. Aktuell. Noch. Noch. Da hieß ja auch nichts mehr. Wir brauchen diese Flinte. Ja. Garage. Toll. Ey, Ethan, du kannst lesen. Ja. Rechtlich.
höre doch das nächste Schleimvieh schon wieder. So. Hier sind wir aber safe, oder? Okay. Liegt hier vielleicht noch was drin, was wir übersehen haben? Das wäre natürlich alles auch der Shit. So, wir können auf jeden Fall nochmal den Dietrich reinpacken. Und die Skorpion und den Krähenschlüssel. Die brauchen wir ja safe nicht. So. Da können wir einmal durchladen, das schadet nicht. So, jetzt nochmal geschaut. Liegt hier noch irgendwo was rum? Außer Socken. Nein. Wow. What? Ich hatte gerade voll die krassen Lag-Spikes. So, schauen wir hier nochmal runter. Will ich das? Naja, es ist halt der Zwischengang, wo wir da geflohen sind. Ja, okay, ich hab Licht. Ich dachte, es ist... Glaubst du echt, das in so einem kleinen Raum... Ich hab keine Ahnung. Das glaube ich jetzt eher weniger. Ja, ich auch, aber sicher ist sicher. What the fuck? Wieso ist die da unten? Ich dachte so, wieso steht da ein Rollstuhl und... Moment, da ist er drin. Ich hab die nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich... Sag mal Hallo zur Omi. Es tut mir aufrichtig leid, aber ich brauche gerade einen Moment. Alter, what the fuck? Was machst du hier? Davor. Nein, geh vorbei. Geh vorbei! Da gibt's bestimmt so die Flinte. Was macht die hier? Warte, davor war sie in dem... Das ist nur so ein Zwischengang. Meinst du, dass der wirklich was ist? Alter, jetzt sitzt die Oma hier unten! Was macht die hier? Sondern wie kommt die überhaupt da runter? Schau mal, das ist voll eng. Warum? Schau mal, die passt da nicht mehr fast rein. Hör's mal an. Wie schaut uns der hier? Nee, die schaut uns nicht hinterher. Doch, natürlich hat die den Kopf gedreht. Aber da muss da irgendwas liegen. Da ist irgendwas. Was ist da? Wo dahinter? Jetzt sind wir ja wieder in der Küche. Na, wo war denn gerade F? Da rechts. Ist da gerade dunkel geworden? Nee. Jetzt sind wir wieder hier. Ich meine, Alter, ich will hier raus. Halt die Klappe zu. Warum sitzt die halt jetzt da unten? Warum? Sondern wir haben jetzt da nichts gefunden. Da war nichts. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das macht nichts gerade. Also ich call immer noch drauf, das wird so ein Secret Boss. Die wird Alter. Secret Boss. 100 Pro. Und ich glaube, du musst die bestimmte oft sehen oder finden, ne? Dass du die triggerst, den Boss vielleicht. Oh, das ist einfach tatsächlich der Endboss, die Omi. Vielleicht mutiert die noch mega heftig, ich hab doch keine Ahnung. Die ist bestimmt jetzt schon mutiert. Ja, so davon mal abgesehen. Alter. Alter. Ich komm noch nicht so ganz drauf klar. So, ganz kurz mal auf die Karte geschaut. Also, hier im Waschraum, also in dem Gang hier, da war definitiv nichts von Interesse.
Garage abgehakt, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche abgehakt, Speisekammer abgehakt, Eingangshalle im Erdgeschoss abgehakt, Überwachungsraum, da war die Skorpion-Tür. Ja, da war mal auch alles. Ja, da war die Skorpion-Tür. Das war, ja. Hier hinten war auch nichts mehr. Hier hinten war der Safe Room, da war auch nichts mehr. Schauen wir mal einmal nach unten. Da war mal auch überall außer in der Werkstatt. Aber wie wollen wir in die Werkstatt rein? Es gibt doch nur eine Tür und die ist von innen verschlossen. Oder gibt es da einen Trick? Gibt's da. Kann man da irgendwie rein und wissen es nur nicht? Ich meine, hier kommen wir runter. Wir können gerne hier rüber gehen. Und dann sind wir schon im Gang mit der Werkstatt. Ich finde ja nachher irgendeinen Schlüssel nicht, weil das ist ja. Es ist ja von innen verschlossen. Ich meine. Vielleicht, da ist doch so ein. Das Schwarze da. Dass man da vielleicht irgendein Geheimdingens. Weiß ich halt nicht. Also, ich hätte maximal noch gedacht, dass wir von oben irgendwie reinkommen können und dann eine Luke runter. Aber da ist ja kein Raum drüber. Nee. Da fehlt's ja weit. Dann haben wir halt bloß noch da. Zimmer der Großmutter. Da ist noch ein Raum. Da waren wir noch gar nicht drin. Wetten, dass da die Schrotflinten-Dingens drin ist. Wetten? Wir müssen ja jetzt sowieso nach oben, oder? Ja. Freizeitraum. Wetten, dass da das. Da war das Tape von Mia drin, richtig? Ja. Genau, dann habe ich weitergemacht und bin gleich da rum. Ich wette, da ist der Ding drin. Der Schlüssel für die Schrotflinte. Dann schauen wir mal ganz vorsichtig nach oben, oder? Alter, habe ich gerade überhaupt keine Lust mehr. Alter, die Oma hat mir gerade das ganze Spiel verhagelt, ohne Witz. Das. Vor allem, die Tatsache, dass wir sie jetzt wieder gesehen haben, könnte dafür sorgen, dass sie sich wieder teleportiert und wieder irgendwo anders sitzt. Vielleicht wartet sie ja oben. Ja, ich fürchte auch. Ich will da gar nicht hoch. Vor allem kommt da sowieso gleich wieder irgendein Vieh. Und nein, da gehe ich noch nicht rein. Ja, alles klar, das war vorher definitiv noch nicht zugewachsen. Safe nicht. Safe nicht. Das war ein ganz normales Stockwerk. Das war ein ganz normaler Teil vom Haus, genauso wie der andere auch. Okay, das ist jetzt mittlerweile auch noch, aber. Och, nö. Ich würde rechts rumgehen. Ich höre schon wieder das nächste Vieh irgendwo spawnen. Ich würde aber trotzdem rechts rumgehen. Ja, da müssten wir rein, Alter. Das ist das. Nee, du musst rechts aus. Ja, ich weiß, aber das ist das Kindes. Reinschauen. Das ist das Zimmer der Großmutter, oder? Ja. Naja, wenigstens ist sie nicht drin. Ja, noch nicht. Wir stehen ja auch noch nicht vor der Tür. Da links. Was ist das für ein Bass, Alter? Das ist die Party, die der Sohnemann abfeiert, glaube ich. So, den Raum haben wir, glaube ich, noch nicht ganz durchgeschaut. Ach so, ja. Deswegen. Da, den haben wir jetzt nicht dabei. Da ist eine Skorpion-Tür. Warum ist die da nicht eingezeichnet? Ich wusste doch, dass wir noch eine Skorpion-Tür haben. Safe. So, du darfst jetzt nochmal zurückgehen und den Skorpion-Schlüssel holen. Okay, wenn du meinst. Aber den Raum haben wir, glaube ich, noch nicht ganz angeschaut.
Doch, eigentlich glaube ich schon. Bevor ich das Tape angemacht habe, habe ich mich eigentlich umgeschaut. Wir können mal versuchen, Billard zu spielen, by the way. Ha, verdammt. Es geht. So. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann. Da ist eine Flinte in dem Raum. Tatsache. Tatsache. Wow. Wow. Boah. Was hast du jetzt zugedacht? Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich dachte, jetzt kommt einfach nur so ein Satz. Auf einmal nimmt ihr das Teil in die Hand. Wow, toll. Jetzt? Ich dachte, es kommt einfach wie bei der Schrot nur so ein Satz. Auf einmal von dem Winnie ihn selbst ausgestopft. Ja, toll. Irgendwann kommt auf uns zugeritten. So, Skorpionschüsse holen und Alter, boah. Aber wir haben eine Schrotflinte dann.